Namaste, liebe Freunde, herzlich willkommen. Om Shanti Om. Gesegnet ist die Liebe, die wir sind. Ulrike, Anneliese, Dirk, Mary, Barbara, Abramat, Renate Muriel, Udo, Supriya, Silvia, Stephanie, Chandra Christine, Ursula, Anita, Brigitte, Stephanie Nicole, Rupen, Gitta, Michael, Suva, Brigitte, Barbara, Gertrud, Christine Joy, Bea, Uli, Jens, Hannegret, herzlich willkommen. Fragen und Mitteilungen, liebe Freunde, sind jederzeit willkommen. Es ist wieder sehr tropisch heiß hier, aber es gibt Abhilfe ab nächste Woche. Am 6. wird hier eine Klimaanlage eingebaut, dann wird es angenehmer. Lisa, Lisa, herzlich willkommen. Mit einem Feuerwerk. Mit einem Feuerwerk der Liebe begrüßen wir uns alle hier. Cordula, herzlich willkommen. Ja, das ist verständlich, liebe Gitta.
Gisela schreibt, beobachte dein Gefühl von Ich. Ist es das Ich, das spricht, oder dein Bewusstsein? Also, der Beobachter ist immer noch identifiziert mit der Vorstellung einer getrennten Ich-Vorstellung. Du schreibst, ist es das Ich, das spricht, oder das dein Bewusstsein? Alles erscheint im Bewusstseinsraum. Der Bewusstseinsraum ist wie der offene Himmel, der alles zulässt. Beobachten, nicht beobachten, die Ich-Vorstellung oder gelöst von der Ich-Vorstellung. Alles kann im Bewusstsein erscheinen. Lisa, herzlich willkommen. Suva schreibt, was bleibt, gehört zu mir. Ja, wenn alles gegangen ist. Was gehen konnte. Michael schreibt, kein Gedanke war jemals mein eigener, obwohl das Ich sich mit vielen verwickeln ließ. Nun ist es anders. Karl, herzlich willkommen. Blume, herzlich willkommen. Ja, nochmal auf die letzten Statements zurückzukommen. Wenn es keinen Resonanzpunkt mehr gibt, dann fließt alles einfach in diesem grenzenlosen Bewusstseinsraum, so wie im Himmel die Wolken erscheinen, aber niemand mehr, nicht der Himmel oder sonst etwas Eigenes sagt oder sich eine Eigenheit steht, die er das für sich in Anspruch nimmt, was erscheint. Es fließt alles durch in diesem grenzenlosen Bewusstseinsraum, von dem wir ungetrennt sind. Dennoch bedingen wir nicht diesen Bewusstseinsraum, der alles erscheinen lassen kann. Karl schreibt, trotzdem macht man sich Gedanken, jedenfalls so wird es erstmal gefühlt. Ja. Gedanken erscheinen und daraus entstehen Gefühle.
Ja, wunderbar, liebe Supriya. Barbara schreibt, ist Freiheit nicht das höchste Gut, welches in bedingungsloser Liebe steht? Ja. Oder auch andersrum, die bedingungslose, zeitlose Liebe ermöglicht dieses höchste Gut der Freiheit. Liebe ist Freiheit, Freiheit ist Liebe. So wie auch Liebe Frieden ist. So wie Liebe auch unser wahres Selbst ist. So wie Liebe auch das göttliche Liebe ist, von der wir ungetrennt sind. Die Liebe ist in allem. Suva schreibt, seit einem Jahr und 8 Monaten bin ich hier dabei. Immer wieder ist da das Gefühl, bei der Quelle direkt zu sein. Wunderbar, liebe Sura. Uschi, herzlich willkommen. Marina, herzlich willkommen. Renate Murel fragt, was hast du da gemacht? Darf ich das fragen? Ja, sicher. Dafür ist ja hier der Raum da. Alles darf sein. Das kennst du ja auch von unserem Seinstreffen im Schwarzwald damals. Ist schon einige Zeit her, ne? Einige Jahre. Was meinst du? Was hast du da gemacht? Wo, liebe Renate Mürer? Stefanie Nicole schreibt, ein ganz, ganz tolles Interview war es mit dir und jetzt TV. Wenn man einen Kopfhörer aufsetzt, ist die Tonqualität gut. Danke, liebe Stefanie Nicole, für diese Nachricht. Vielleicht nochmal ein Hinweis an dich auch, wo du das schreibst. Vielleicht schreibst du nochmal dann im YouTube als Kommentar, dass ein Kopfhörer aufzusetzen, die Tonqualität gut ist. Weil ohne war sie einfach mit meinem, hier habe ich hier so einen Bose-Lautsprecher, das war einfach miserabel. Und wenn man das darauf hinweist, vielleicht nochmal, wenn dann zukünftig Menschen das schauen, dann haben sie auch mehr davon. Danke für diesen Hinweis, liebe Stefanie Nicole.
Supriya schreibt, wir haben uns vor einem Jahr in Köln im Osho getroffen. Seitdem bist du im Satsang. Bin ich oder du im Satsang. Ja, wunderbar. Auch schon wieder ein Jahr, wie die Zeit vergeht. Gertrud schreibt, lieber Helmut, ich habe mir Gedanken über alles und jedes gemacht. Für mich ein Energiefresser. Tag ein, Tag aus. Ist und war nicht notwendig. Aber lieber spät als nie. Wunderbar. Wenn die Erkenntnis reift, dass wir keine Kontrolle haben über das Leben und auch dieses scheinbare Ego, dieses Ich, diese Vorstellung über sich selbst auch zur Ruhe kommt und der Verstandesgeist von seinen Aktivitäten sein lassen kann und er auch im Frieden kommt mit seinem ständigen kontrollierenden Gedanken. Das ist so wunderbar, wenn sich dieser Frieden in uns ausweiten kann. Einfach absichtslos, mühelos von selbst. Okay, jetzt ist das eines klar. Renate Mural hat diese Frage an Supriya gestellt, wegen den Streichhölzern. Also das war gestern im Live-Chat, da ging es darum, das Thema Impfung. Und ich habe empfohlen, wenn man für das Für und Wider sich nicht entscheiden kann, soll man einfach würfeln, war dann, glaube ich, der beste Tipp. Mal würfeln und dann... So soll es dann sein. Statt sich ständig da immer mit dem Kopf, ist, was ist jetzt richtig und falsch, wenn man da diesen inneren Konflikt dann erlebt. Und dann mit diesem Konflikt, der sich auflöst, wieder in dieser Stille. Stefanie Nicole schreibt, das habe ich schon kommentiert im YouTube, heiße ich Projekt Yama. Ah, danke schön, liebe Stefanie Nicole. Auf jeden Fall ein sehr guter Tipp von dir. Und alle, die es noch nicht gesehen haben, dieses Interview, also wie gesagt, nur mit Kopfhörer sich anhören. Das ist bei YouTube unter JITZ.TV. Da gibt es auch von anderen spirituellen Lehrern wunderbare Interviews. Zum Beispiel, was ich sehr gerne mochte oder mir angeschaut habe, war von Ho. Gisela schreibt, nüchternes Sehen und Spüren, bewusstes Sein. Wunderbar, ja. Chandra hat auch den Kopfhörer genutzt. War toll. Danke für die Rückmeldung, liebe Chandra. Da bin ich erleichtert. Ich habe es ohne Kopfhörer. Fand ich es einfach wirklich miserabel. Udo schreibt, war dann jetzt nicht schon inzwischen ein zweites Interview im JITZ.TV? Ja, das ist das zweite. Also,
Das erste fand ich auch ohne Kopfhörer ganz gut. Und ich spreche also vom zweiten Interview, das neuere. Vor 2 Wochen oder so. Oder einer Woche, weiß ich gar nicht. Gita schreibt, habe gestern meine Bücher sortiert und da fand ich 3 Bücher von Osho. Das Buch der Heilung, Intuition und Bewusstsein. Wunderbare Bücher. Stefanie schreibt, ja, auf deinem Tipp habe ich Ho angesehen, war sehr inspiriert. Renate Miral schreibt, okay, danke für die Antwort, komme mir gerade etwas fremd vor. Warum auch immer, dabei kennen wir uns schon so lange, gell, Helmut? Ja. Ja, sich selbst was fremd vorzukommen, ist ja was gar nicht so was Schlechtes. Dann, wenn man sich fremd vorkommt, sich selbst, dann kennt man sich auch nicht selbst. Wenn man sich selbst nicht kennt, hat man auch kein Bild von sich. Dann ist man wie ein loses Blatt, leeres Blatt, unbeschrieben. Und was unbeschrieben ist, ist immer frisch und neu. Wunderbar, liebe Renate. Tränen reinigen. Und sie sind dein Herz. Dein wahres Selbst. Tränen sind der Ausdruck deines wahren Selbst. In dieser Offenheit und Empfänglichkeit. Liebe fließt. Gita schreibt, ich kenne mich in- und auswendig, das ist auch okay. Ja.
Solange man von dem Kenner lassen kann, ist alles wunderbar. Anneliese schreibt, und wenn man sich fehl am Platz vorkommt, weiter schreibt Anneliese, nur Interpretation des Verstandesgeistes, weil er etwas anderes möchte? Fragezeichen. Ja. Ja. Aber du kannst dich auch fehl am Platz vorkommen, wenn es nicht aus dem Verstandesgeist kommt. Nicht, weil du etwas anderes haben möchtest, sondern auch einfach, weil du dich fehl am Platz vorkommst. Dann ist es die Intuition deines Herzens. Wenn wir ehrlich mit uns selber sind, dann ist es einfach zu erkennen, ob es aus dem Verstandesgeist kommt oder aus unserem wahren Selbst, uns irgendwie fehl am Platz vorzukommen. Unter falschen Menschen, in einer falschen Begegnung. Man muss nicht alles akzeptieren. Und mit allem sein. Man kann den Raum verlassen. Erst wenn es keine Möglichkeit gibt, den Raum zu verlassen, wo man sich vielleicht fehl am Platz vorkommt, dann ist es Zeit, sich zu ergeben, zu kapitulieren. Völlige Hingabe wird dann ist dann gefragt. Und in diesem sich entwaffnen wird dieses Fehl am Platz sein aufgelöst und es ist alles wieder am richtigen Platz. Dann fehlt nichts mehr an dem Platz, wo du bist. Stefanie Nicole schreibt, hier hat etwas so Feuer gefangen und steht lichterloh in Flammen. Tief berührt, liebe Stefanie Nicole. Erfasst zu sein von dem Unfassbaren. Lässt alles lichterloh in Flammen stehen. Genieße, liebe Stefanie Nicole.
dieses Feuer, was nicht von dieser Welt ist. Dieses Feuer ist ein Feuer, was nie mehr verlischt in dir. Was du mitnimmst über den, wenn du deinen Körper irgendwann mal in ferner, ferner Zukunft verlassen solltest, mitnimmst, was immer dich begleiten wird. Es ist das Feuer deines wahren Selbst, was zeitlos ist. Marina schreibt, es gibt einfach Tage, wo einem einiges fremd vorkommt, obwohl man es gut kennt. Weiter schreibt Marina, es darf sein. Ja. Ja. Das geht mir auch so. Mal immer wieder. Ja. Nichts ist, wie es war. Alles ist plötzlich anders. Es kommt einem nicht bekannt vor. Und da ist so auch da hier ein tiefes Einverstandensein aus diesem Urgrund heraus, dass es okay ist. Und mit diesem Okay-Sein, dass es so sein darf, ist dann auch ein Staunen und eine Empfänglichkeit, wow, und eine Neugierde, eine Frische. Schauen wir mal, was dann so ist. Barbara schreibt, liebe Helmut, warum verwechseln manchmal Menschen Freiheit in bedingungsloser Liebe damit, ihnen alles recht machen zu müssen? Ja. Weiter schreibst du, liebe Barbara, ich fühle mich dann auch fehl am Platz. Ja, das ist verständlich. Das kommt aus der, sie haben etwas verinnerlicht, dass Liebe Freiheit ist, in denen sie alles machen können, was sie wollen. Ja, dass sie etwas alles recht machen können. Oder dass andere ihnen alles recht machen müssten aus dem heraus. Es ist eine Projektion des Verstandesgeistes. Das ist die Falle, dass man bestimmte Aspekte des Spirituellen, auch des spirituellen Egos, sich mit identifiziert und dann aus dem heraus nur noch eine Sichtweise entwickelt, die aber auch wieder für diese Menschen, sie leben nach wie vor in der Trennung. Denn der Mensch lebt so lange in der Trennung, solange es für ihn erscheint, als wenn man ihnen alles recht machen müsste. Das ist immer der Gradmesser. Es ist kein Ego mehr im Spiel und keine Ich-Vorstellung, wenn alles so sein darf, wie es ist. Wenn da aber Rechtfertigungen sind, wenn da, Absichten sind,
dann ist es immer ein Wille. Und jeglicher Wille kommt ja aus dem Wollen. Ist zeitbedingt, das ist nicht das, was unmittelbar hier ist. Es kommt also nicht aus dem wahren Selbst. Und dann ist es natürlich, liebe Barbara, dass du dich dann auch damit nicht wohlfühlst. Denn wir fühlen uns nur wohl, wenn wir wirklich angenommen werden, so wie wir sind, in Liebe. Die Liebe lässt tatsächlich wirklich alles, umarmt alles. Und die Liebe sieht auch, wenn etwas nicht Liebe ist. Wenn da Trennung ist. Wenn da nicht der Aspekt der Zeitlosigkeit in ihr entfacht ist. Wenn also eine Bewegung in der Zeit ist, und das ist trügerisch, das wird in der Liebe gesehen, das Trügerische. Es ist illusionär. Und dann fühlt man sich fehl am Platz, weil wir in diesem Illusionären ja gar nicht zu Hause sein können. Wir fühlen uns und spüren und sind nur zu Hause in der Unmittelbarkeit des frischen Neuen, wo es kein Machen gibt, Rechtmachen gibt. Wo es überhaupt gar keine Rechte gibt. Jegliches Rechte für sich in Anspruch zu nehmen, ist illusorisch. Ja, liebe Leser, genieße dann auch diese Traurigkeit, die da in dir ist. Lass sie vollständig in dir in Stille sein. Denn auch die Traurigkeit darf sein. Manchmal hilft der Verstand, schreibt zu Priya, oder irre ich da? Ja, der Verstandesgeist ist von seiner Natur als biologische Funktion, möchte helfen. Ne? Das ist seine Natur. Er möchte ständig helfen, was ja okay ist. Nur wenn er unbeobachtet ständig sich anbietet zu helfen, sind wir nicht in unserem wahren Selbst, sondern sind in der Verschleierung des Geistes, der auf seinem Helfertrip ständig kontrolliert, uns schützen möchte. Und was er schützt, ist letzten Endes alles illusorisch. Das ist das Dilemma. Das lässt diese Aussage sein, dass der Verstandesgeist ein hervorragender Schwindler ist, auch in seinem Helfersyndrom. Denn durch dieses ständige Helfen wollen, zieht er ja ständig die Aufmerksamkeit an sich. Wenn der Mensch ständig in dem Verstandesgeist identifiziert ist, nur darin identifiziert ist, ist er ihm hilflos in seinem Helfertrip ausgeliefert. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn man immer sich wieder vorfindet, als nicht eins mit dem Leben zu sein, sondern in der Trennung. Indem man, die sind schlecht, da muss man aufpassen. Ja? Bewertung und so weiter, Rechtfertigungen, sich schützen müssen,
Ängste auch, die entwickelt werden, unbewusst meistens. Das sieht man ja in unserer Gesellschaft. Jeder ist mehr oder weniger im Verstandesgeist gefangen und jeder ist ihm ausgeliefert in seinem Helfen wollen. Es geht ja so weit, dass dann auch, wie ich gestern ansprach im Live-Chat, ja, wir uns dann schon Sorgen machen. Ne? Sorgen machen ist eine Funktion des Verstandesgeistes in seinem Helfen wollen, ja, sich Sorgen zu machen, wie denn die Menschheit hier in 100 Jahren das ganze Spiel hier überlebt. Ja? Ist doch völlig unnatürlich. Ja? Die Menschen, die in 100 Jahren sein werden, die werden ganz anderen Bewusstseinsräume haben, als wir jetzt hier, so wie wir heute einen anderen haben wie vor 100 Jahren. Waren denn die Menschen, die vor 100 Jahren gelebt haben, waren die irgendwie falsch, weil sie nicht an uns gedacht haben? Also ich finde es, dass der Verstandesgeist, wenn man ihn unbeaufsichtigt lässt, er neigt zu Übertreibungen und er wird in diesen Übertreibungen auch immer weiter fortfahren. Das sieht man ja an dieser Welt, die ja ständig, die ganze Welt ist im Verstandesgeist gefangen. Es sind nur wenige, die das erkennen und noch weniger, die sich davon befreien können. Befreit vom Verstandesgeist bedeutet einfach ein klares, unmittelbares Sehen, wie was ist, ohne es zu bewerten, zu beurteilen, aber du siehst einfach, wie was ist und das ist genug. Weil aus diesem Sehen eine Kraft sich entwickelt im Bewusstsein, was dich lenken lässt und allen durch diesen Lebenstraum dich navigiert. Schwer zu verstehen, aber so ist es. Es muss auch nicht verstanden werden. Ja, das ist eine gelebte Seinsweise. Und die berührt uns ganz tief aus dieser Liebe heraus. Die Liebe ist immer frei von jeglichem helfen wollen aus dem Verstandesgeist. Die Liebe hilft auf ganz andere Weise. Sie hilft absichtslos. Darin liegt die große Kraft der Liebe. Natürlich gibt es auch die Liebe mit Absichten. Ja? Diese menschliche Liebe in Absichten, in Familien, Mutter, Kind, Liebe. Ja? Das ist sehr kraftvoll und sehr natürlich. Aber diese Liebe muss sich auch einmal in eine absichtslose Liebe verwandeln können. Wenn das Kind nicht mehr diese Schutzfunktion braucht der Mutter. Sonst kann diese Liebe auch sehr einengend wirken für das Kind, was herangewachsen ist. Das kennt vielleicht jeder von uns auch in verschiedenen, unterschiedlichen Ausprägungen. Aber schreibt, ich glaube, es ist das Herz zu gehen. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, in welchem Kontext das jetzt ist, zu sehen ist. Aber das Herz, liebe Barbara, sieht immer gut. Darauf ist Verlass. Wer schreibt, dann bist du doch hier gut aufgehoben. Suva schreibt, vor 29 Jahren war es, dass ich zum dritten Mal meine Heimatstadt verließ, um hier anzukommen.
Ja, es ist erstaunlich, wie wir uns hier jetzt alle vorfinden. Egal, welche Geschichte wir hinter uns haben oder gelassen haben. Wir finden uns hier vor, als die Liebe selbst zu sein. Transzendiert ist alles Vergangene. Nur das, wie wunderbar. Stefanie Nicole schreibt, ich weiß gar nicht, wie jemals Danke dafür sagen kann, wir laufen so die Tränen, Helmut. Tiefes Berührtsein bleibt, liebe Stefanie Nicole. Berührtsein in deiner Tiefe deines Herzens. Berührt zu sein von deinem wahren Selbst ist das größte Geschenk des Berührtseins in dieser menschlichen Form. Karl schreibt, genau, jetzt bekommt der Spruch, schauen wir mal, einen ganz anderen Sinn. Ja. Karl schreibt, man hat das Schauen nur verlernt. Ja. Das Schauen wurde von dem Verstandesgeist eingenommen, indem er dieses reine Schauen verschleiert hat, durch ein ständiges Interpretieren von dem, was geschaut wird. Und das nur in seiner guten Absicht, uns zu schützen, dass wir auch richtig schauen. Das ist eben diese Verschleierung, dieser Verstandesgeist ist nicht zu unterschätzen in seiner Kraft. Er ist ein gutes Werkzeug, aber verselbstständigt ist er wie eine Säge im aus dem Handwerkskasten, der nicht mehr in den Werkzeugkasten zurückfindet, sondern alles zersägt, was ihm über den Weg läuft. Ja, Barbara schreibt, ja, machen und nicht mit dem Herz fühlen. Ja, mit dem Herz zu fühlen, das ist das, was wir oder die viele Menschen wieder neu lernen müssen. Ja. Deswegen sind ja auch tausende Menschen in Therapie, in dieser Form, in Gruppen und so weiter. Über die letzten 30, 40, 50 Jahre hat sich das so entwickelt, dass Menschen wieder lernen mussten, weil ihnen das nicht genug war, dieses mit dem Verstandesgeist das Leben zu machen und sie wieder lernen mussten, mit dem Herzen zu fühlen. Das geht eben halt nicht von heute auf morgen bei vielen Menschen oder ging in der Vergangenheit zumindest nicht so. Dabei steht es uns hier zur Verfügung. Wenn wir in dieser Stille einfach
empfänglich sind. In der Liebe. Die Liebe macht es möglich, uns, dass wir wieder mit dem Herzen fühlen können. Darum ist es so wesentlich, zu lieben. Es ist nicht so entscheidend, was du liebst, also es ist entscheidend, dass du liebst. Dass du dich hingibst in dieser Liebe. Ist egal, ob es ein Baum ist, ein was es auch ist, ein Meister, ein Lehrer, ein Guru oder was auch immer. Er ist nur da, dieser für das, damit sich dieses Feuer, wie Stefanie Nicole es beschrieben hat, in dir entfachen kann, dass alles in Flammen steht. Also ein Feuer, was nicht von dieser Welt ist, weil es eben diese Liebe ist. Die Liebe ist in dieser Welt, aber sie ist nun mal nicht von dieser Welt. Weil sie eben nicht der Zeit bedingt. Und alles Weltliche, so wie der Verstandesgeist, ist zeitbedingt. Ja, ernährt sich von Vergangenem und Zukünftigem. Das hier, dieser Augenblick, wie diese Live-Chats hier, sind für Verstandesgeist-Menschen völlig unattraktiv. Ja, die schalten nach 2 Minuten schon aus. Die kommen bis nach hier, kommt ein Verstandesgeist-Mensch gar nicht. Karina, herzlich willkommen. Christian, euch schreibt, in mir ist so eine wundervolle, subtile Freude, mit euch hier zu sein. So eine Fülle, schreibt Christine Joy. Anne-Rose schreibt, erst als ich die Traurigkeit in die Stille mitgenommen habe, konnte ich sie voll und ganz fühlen. Weiter schreibt Anne-Rose, dadurch konnte ich mich fallen lassen und sie wirken lassen. Ja, und ich durfte weinen in der Stille und ich durfte wieder leben ohne Schranken und ohne warum, wieso. Einfach, schreibt Anne-Rose weiter, nur fühlen und wahrnehmen. Ich wurde offen, wieder um zu leben und selbst zu leben. Wunderbar. Ja, so ist es. Es geht darum, auch diese Traurigkeit, wenn sie dann da ist, in die Stille einzuladen, die du bist. Und tief zu fühlen, ohne dich wegzubewegen von diesem Raum der Traurigkeit. Das haben wir auch nicht gelernt. Das lernen wir nicht in der Schule und auch nicht von zu Hause. Das lernen wir, indem wir uns wirklich im Licht der Liebe selbst begegnen. Danke, liebe Anne-Rose, für diesen wunderbaren Bericht. Ja. Anneliese schreibt, danke, liebe Helmut, für deine Antwort. Im Zusammenhang mit Fehl am Platz taucht dir jetzt auf, wie so oft, doch Selbstkritik. Moment, Fehl am Platz tauchte jetzt auf, wie so oft doch Selbstkritik stattfindet.
Sei mit allem okay, was auftaucht, ohne daran festzuhalten, an irgendetwas. Auch nicht an der Kritik über dich selbst. Es ist einfach ein altes Muster. Gerne, liebe Supriya. Silvia schreibt, wenn wir im Verstand gefangen sind, verlieren wir den Blick auf alles, was das Leben uns bietet. Zum Beispiel das Wunder der Natur, die Liebe, die immer anwesend ist. Ja, und je mehr wir uns gegründet sind in dem freien Blick, ja, in dem freien Blick, je mehr fällt uns das auf, dass Menschen nicht diesen freien Blick in sich tragen. Und da sind wir in diesem Mitgefühl, auch mit diesen Menschen, die diesen Blick nicht in sich tragen können, diesen freien Blick. Wir sehen, da ist dieses Sehen aus diesem freien Blick, wie dieser Blick der Menschen verschleiert ist durch das, wie du es beschreibst, im Verstand gefangen zu sein. Marina schreibt, wir sind Liebe von Anbeginn unseres Lebens. Wir sind schon Liebe, liebe Marina, bevor Leben in diesem Körper, in dieser Form, in dieser menschlichen Form entstanden ist. Wir sind Liebe schon, die vor allem als das Göttliche ist, vor allem. Liebe war schon, wenn in der Bibel steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, die Liebe war schon davor. Die Liebe war nicht am Anfang, weil es für die Liebe keinen Anfang gibt. Alles, was einen Anfang hat, wie in der Bibel geschrieben ist, ist schon wieder illusorisch. Am Anfang war das Wort. Was zeitlos davor schon immer hier ist, unfassbar, unbeschreiblich, für den Verstandesgeist einfach unfassbar, ist die Liebe, die immer ist und immer sein wird, ewig auf ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Ja? Universen entstehen, vergehen, die Liebe ist das Mysterium, was alles durchschreitet von hier nach hier nach hier. Und die Liebe ist es, die uns immer wieder auch darauf hinweist, hier sei das, was ist hier. Michael schreibt, wenn der Verstand das Werkzeug ist, ist es gut. Viele meinen aber, sie seien das Werkzeug. Sie seien die gedachten Gedanken. Eine eindeutige Verwechslung. Ja. Und sie benutzen dann auch das Leben als ein Werkzeug, das man zu benutzen hat. Ja. Kein Wunder, dass die Welt so unliebsam ist, denn sie benutzt ja. Und so geschieht dann auch Unmenschliches aus diesem Benutzen heraus, aus Macht. Wenn Macht zu stark und zu kraftvoll wird, jede Form von Macht ist Faschismus. Zu allen Zeiten schon immer gewesen. Ja? Wer Macht hat und die dann sich deren ermächtigt, wird zu einem Faschisten. Und der Verstandesgeist wird dann zum größten Faschisten, wenn er eben sich ermächtigt, ein Werkzeug zu sein, die Macht zu benutzen.
Die Liebe, die wir sind, verwechselt sich nicht mit etwas, was nicht Liebe ist. Gita schreibt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Ja. Karina schreibt, ja, mich hat's übernommen. Liebe. Überkommen, schreibt sie, ja. Danke, Liebe. Ja, liebe Bea, wenn jetzt bist traurig, bin traurig, nutze nach dem Live-Chat jetzt, beweg dich nicht weg von hier, geh in die Stille und lade diese Traurigkeit ein, tief in dein Herz, in die Liebe, die du bist. Ja, liebe Freunde, ich mache jetzt mal dieses wieder hier so zurück. Ups, ja. Ja. Und zum Ausklang gibt es einen Song von Tina Malila. Und der ist so wunderschön, auch mit dem Titel Forever. Die Liebe, die wir sind, ist für immer. Dankeschön, liebe Freunde. Namaste. Om Shanti Om. Genießt göttlichen Facetten im Bewusstseinsraum, die erscheinen. Wir sind frei im Leben.